Da sind wir wieder zurück zu Stronghold vor der Bastion des Schweins angekommen. Wir müssen hier durch, denn der Wolf jagt uns, ein großes Heer des Schweins auch. Und wir müssen halt überlegen, wie wir mit unseren Truppen hier reinkommen. Eigentlich müssen wir das hier aufschütten. Dann mit Tunnelbauern kaputt machen. Ich frage mich die ganze Zeit, ob die Tunnelbauer auch dafür sorgen könnten, dass das hier aufgefüllt wird. Aber das geht leider nicht. Also sie können nicht Erde so einstürzen lassen, dass der Burggraben verschwindet. Und der normale Angriffsweg ist hier. Ich bin gerade am überlegen, wie wir es machen. Hier ist sehr viel Burggraben. Hier oben auch. Das heißt, die geringsten dünnen Stellen sind hier und am Torhaus. Und da schicken wir unsere Truppen jetzt hin. Das machen wir aber ein bisschen anders. Das heißt, wir positionieren schon mal unsere Soldaten frontal. Gehen wir. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Und unsere Armbrustschützen nämlich auch. Waffen geschultert. Die schicken wir hier hin. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Womit er macht gerade einen kleinen Ausfall, wie ich sehe. Euren Wunsch. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Und unsere Armbrustschützen ermöglichen jetzt, dass anscheinend hier vorne vorgegangen werden kann. Und oh Gott, wir werden enorm zusammengeschossen. Ihr könnt nach und vor meine Stiefel sind zeitig. Womit kann ich dienen? Euren Wunsch. Ja, bitte. Wirklich in den Graben? Ihr könnt auf uns zählen, gehen wir. Allzeit bereit. Wir rücken und aus. Los! Ganz schön was verloren, aber das musste sein. Wir mussten daran. Was, die schießen hier unten auf die? Wie assi ist das denn? Okay, Moment. Wir haben es ja alles ein bisschen schneller gedreht, weil es länger dauern wird. Das riecht nach Ärger. So, den lassen wir mal runter. Ins Dunkel. Und dann hoffe ich, zerlegen wir das Torhaus. Was ist los? Jawohl. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die beiden kommen dann nämlich auch an. Und ich hoffe, wir zerlegen hier irgendwie die Mauern. Dann können wir durch. Haben noch genug Truppen. Okay, der steuert die Mauer an. Hier ist einer. Der andere kommt hier. Wir schauen mal. Der Durchbruch ist gleich geschafft schon. Wenn der Durchbruch da ist, können wir reinlaufen. Okay. Jetzt können wir rein. Der Rambok könnte dann auch rein. Das heißt, wenn wir die hier sauber gemacht haben, hier einfach reingerannt sind, alles platt gemacht haben, kann währenddessen der Sturmbock durchfahren hier ran. Denn hier oben sind keine Feuertöpfe mehr. Die sind nämlich nur frontal. Was wünscht ihr? Was gibt's? Position einnehmen. Und danach kommen dann unsere Fernkämpfer dazu. Wir haben auch Leitern, die brauchen wir aber zurzeit nicht. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Wir haben keine Spuren. Ein leichtes. Was wünscht ihr? Die sind so gut wie tot. Allzeit bereit. Mit Vergnügen, Herr. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, ein weiter Weg. Eure Befehle? Ein weiter Weg. Bereit, eure Lordschaft. So, wir hoffen hier natürlich, dass hier aufgeräumt wird. Sturmbock bereit, mein Problem. Das gibt's. Sehr wohl, Sire. An den Wall. Schon wieder ein Gang.
Da sind unsere Armbrustschützen jetzt, die hier oben endlich auch ankommen. Zur Stelle. Und unsere Leitern. Ja. Hühnerfutter. Wir haben keine Chance. Womit kann ich dienen? Aber natürlich. Und weiter. Die steigen jetzt die Leitern hoch. Währenddessen kommt der Rambock notfalls auch durch. Alle kriegen den Angriffsbefehl. Was wünscht ihr? Die sind so gut wie tot. Bin zur Stelle. Ja. Sind auf dem Weg. Na endlich, Hühnerfutter. Sturmbock bereit, mein Leben. Was gibt's? Wir haben keine Chance. Ist eigentlich eine ziemlich coole Burg, die er hier hat. Ja, yes, Sire. Ja, Herr. Die sind so gut wie tot. Der Feind ist bezwungen. Eine Botschaft des Schweins. Ihr sucht Streit mit mir? Dafür werdet ihr zahlen. Ja, wir haben seine Burg zerlegt. Und ja, wir suchen Streit. Haben sie jetzt endlich gepackt. Ein ganz schöner Anlauf hier. Wir sind siegreich, Sire. So ist der Trick. So sollte man es machen. Ranbuddeln. Mit Tunnelgräbern, Mauer kaputt, Türme einnehmen, Truppen rüber. Das klappt schon. Sie zertrümmern mein Heim. Ich werde sie wie Hunde jagen. Und sie werden dafür bezahlen. Zuerst knöpfe ich sie auf. Und dann verbrenne ich ihre Füße. Und dann breche ich ihnen die Beine. Und dann... Nachdem ihr euch von einem Ende des Landes ins andere durchgekämpft habt, steht ihr mit euren Männern am Rande der Erschöpfung. Deshalb schlagt ihr das Lager tief im Feenland auf. Viele der Grafschaften, die ihr eingenommen hattet, wurden bereits zurückerobert, doch die Kunde, dass der König zurückgekehrt ist, gibt euch neue Hoffnung. Oha. Verloren. Die da unten bestimmt auch beide, oder? So, wir sind jetzt hier links angekommen. Gehört immer noch dem Schwein. Und weiter. Ihr habt noch keinen Tag im Lager verbracht, als sich ein mit einer Kapuze bekleideter Fremder eurer Gruppe nähert. So treffen wir uns wieder. Die Brüder und ich. Wir haben lange dafür gebetet, dass ihr hier sicher ankommt. Wir sind erfreut zu sehen, dass ihr das Wissen, das wir euch anvertrauten, wohl eingesetzt habt. Aber jetzt müssen wir euch bitten, uns auch einen Gefallen zu tun. Herzog Tryff hat versucht, das geheime Wissen, das sich in unserer Bibliothek verbirgt, an sich zu bringen. Doch zu unserem Glück unterlief seinen Männern ein Fehler und sie belagern den falschen Ort. Während wir hier sprechen, sammeln meine Brüder das Material, das wir benötigen, um unser altes Kloster wieder aufzubauen, in welchem wir unsere Bücher versteckt halten. Wir können den Angriffen jedoch nicht länger standhalten. Wir können nur noch hoffen, dass ihr unsere Pläne für den Feuerfluss ebenso nützlich findet wie unsere anderen Entwürfe. Feuerfluss. Kann mir schon denken, was gemeint ist. Das ist auch eine Zeitverschwendung. Herzog Tryff, findet und tötet sie. Ich habe mich um Wichtigeres zu kümmern. Ich liebe eine gute Jagd. Ich werde sie aufspüren, niederrennen und ihnen einen netten, qualvollen Tod bereiten. Ich freue mich schon, wenn wir das Schwein fertig machen können. Angriffen das Schwein so lange entgegen,
wie die Mönche brauchen, um die benötigten Steine zu sammeln. Zieht euch dann zurück. Die Sümpfe sind hier euer größter Vorteil. Sie bilden eine natürliche Verteidigung und dienen als Wasserquelle. Die Mönche haben euch von ihrem Feuerfluss erzählt. Nutzt also die Wassergräben zu eurem Vorteil. Dieser Landstrich eignet sich auch vorzüglich für den Anbau von Äpfeln. Okay, mal gucken, was die Tipps sind. Versucht so viel Pech wie möglich zu sammeln, um die gegnerische Truppe damit zu verbrennen. Ihr müsst Kohlenpfannen auf die Wälle stellen und Bogenschützen daneben platzieren. Um eure Pechgräben in Brand zu setzen, baut genügend Steinbrüche und so viele Ochsenjoche wie möglich. Achtet aber darauf, dass sie gut geschützt sind. Am Anfang solltet ihr möglicherweise eher hölzerne Befestigung errichten. Okay. Oha, alles klar. Hier oben ist das Kloster anscheinend. Erstmal wieder Ressourcenübersicht. Nicht genug Leute vorhanden. Käse. Holz. Wir brauchen ganz viel Holz. Jagd. Wir brauchen ganz viel Fleisch. Äpfel. Wir können Äpfel anbauen. Äpfel sind gut. Noch 4 Stück erstmal. Nahrung ist hier. Aber da wir auch Truppen ausheben müssen, brauchen wir auch ein paar Kühe. Und noch einen. Komm schon. Einen noch. So. Zufrieden. Steine. Steinproduktion. Wo ist unsere Steinproduktion? Gute Frage, ne? Wo ist unsere... Hier unten! Boah, die wird doch platt gemacht immer vom Angriff, oder? Angegriffen wird von... Von wo kommen sie denn? Mittig, ne? Bestimmt mittig. Da ist das Schild. Boah, und hier ist die Steinproduktion. Das heißt, wie oft machen die uns die wohl kaputt? Da würde ich auch schon fast sagen, kaufen. Steine kaufen. Okay, Truppen. Wir haben ein paar hier. Nicht genug. Mein Bogen ist euer. Ja, bitte? In Bewegung. Brauchen ein bisschen mehr Bewohner. Genug Nahrung wird gefördert, genug Holz wird gefördert. Wir haben noch keinen Marktplatz, den baue ich direkt. Denn ich kann mir vorstellen, dass wir was verkaufen müssen. Waffenkammer können wir noch nicht bauen, denn wir haben noch nicht genug Holz. Das wird jetzt erst nach und nach hier abgebaut und reintransportiert. Das braucht natürlich seine Zeit. Das sind die Pechgräben. Die könnt ihr hier dann... Nee, hier, ne? Hier. Brauchen wir Kohlepfannen. Da oben ist schon eine drauf. Dann können wir es nämlich abfeuern. Hier kommt auch nochmal eine hin. Mein Herr? Das heißt, der hat Feuer. Der auch. Und hier oben drauf ist auch eine. Das heißt, die schießen dann... Eure Befehle? ...auf die... Pechgräben, wo dann die Gegner reinrennen und hoffentlich verbrennen. Wir müssen warten, bis wir 30 Steine herangesammelt haben. Die können wir aber auch kaufen, ne? Nee, die können wir nicht kaufen. Wir benötigen Holz. Freches Spiel. Okay, alles klar. Dann brauchen wir jetzt ganz viel Holz. Hier, so wird Pech gesammelt. Kippen das da oben rein. Eine Botschaft des Schweins. Wie wollt ihr sterben? Falls euch nichts einfällt, ich hab viele Ideen. Oh, ich hoffe, der verreckt echt. Ich finde den ja ganz schlimm. Oh, der soll einen ja auch nerven. Also, der soll einen wirklich nerven, glaube ich. Das war die Intention des Entwicklers. Los, lass uns einen Gegner entwickeln, der den so, dem Spieler so auf Zeiger geht, dass er richtig Hass verspürt. Das... Ja, mein Freund. Das glaube ich. Wie kann ich helfen? Das sind Mönche. Leider sehen wir keinen Angriffswert. Der Herr ist allgegenwärtig. Ihr könnt auf uns zählen. Ah, die Synchro ist toll. Wir stehen zu euch. Ist das nicht die von Gothic? Mönche sind bereit. Ich glaube, ne? Ja, mein Freund. Wie kann ich helfen? Der Herr ist allgegenwärtig. Ihr könnt auf uns zählen. Wir stehen zu euch.
Die Truppen des Schweins greifen an. Da sind sie. Okay, Feuer ist wichtig. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen? Ja, wie kann ich helfen? Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Wie laufen die wohl? Bin zur Stelle. Ja, Bogenschützen ist euer. So, die laufen hier dann rein. Ich hoffe, das steckt nicht an, dass das dahin und das dahin zündet. Sonst warte ich, bis sie hier sind und feuer da direkt drauf. Aber wir versuchen es mal, oder? Ja, es sind ja mehrere. Feuer gefällig. Feuer gefällig. Feuer gefällig. Ja, bitte. Ein Kinderspiel. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Die schwarzen Mönche sind mein Stock. Ja, mein Freund. Gott, vergib mir. Ihr könnt auf uns zählen. Wie kann ich helfen? Der Feind befindet sich in der Burg. Gott sei mit ihnen. Der Herr ist allgegenwärtig. Mein Herr, Feuer gefällig. Boah, die laufen aber auch so durch das Feuer durch, ne? Wir stehen zu euch. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Mit Gott. Hm. Wie viel Pech habe ich denn jetzt gerade? Wir benötigen Pech. So. Einiges an Pech. So, repariert den Turm. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ich weiß. So. Der produziert Armbrüste, der produziert diese Dinger. Okay, ist eigentlich eine gute Produktion, wenn ich so mir das anschaue. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Genug Kühe haben wir auch. Holz wird produziert ohne Ende. Haben wir auch gerade ordentlich verbraucht und Pech wird auch sehr viel produziert. Hm. Wir benötigen Holz. Kann man überhaupt noch irgendwo Pech bauen? Hier kann man Pech noch anpflanzen. Hier, also anpflanzen, abbauen. Hier auch überall. Hier auch ganz viel. Brauchen wir halt viel von, ne? Ganz viel sogar. Wie glücklich sind denn alle? Plus 3. Schatzkammer leert sich. Ein bisschen Steuern einnehmen. Nicht viel, nur ein bisschen. Zusätzlich brauchen wir... Ja, die brauchen wir. Da muss ich Steine leider für ausgeben. Achtung! Achtung! So, und wir brauchen zwingend Rohstoffe. Das heißt, wir brauchen Steine, wir brauchen ganz viel Holz. Mit Armbrustschützen sind wir eigentlich gut aufgestellt. Der Rest ist, ja, wir brauchen nur Armbrustschützen eigentlich. Was anderes sehe ich nicht. Wir haben hier die Mönche, die sind gut. Die schwarzen Mönche sind bereit. Stehen hier. Hier hinten wird auch unser Chef beschützt. Womit kann ich dienen? Wir haben ja auch schon sehr viel Pech abgelegt. Wir benötigen Pech. Eure Befehle? Kann der da hinschießen? Nein. Können die da hinschießen? Bin zur Stelle. Auch nicht ganz. So.
können wir aber... Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Wieso geht das hier oben nicht? So. Ja, Rücken aus. Bogenschützen bereit. Aber wir brauchen auch Bögen. Da führt auch absolut kein Weg dran vorbei. So. Mein Bogen ist euer. Wir benötigen Pech. Wir haben so viel Pech ausgelegt. Das sollte schon klappen. Achtung! Und los! Gut, wie sieht's hier aus mit der Steinproduktion? Ich hoffe, dass hier die Kühe wenigstens einmal wegkommen. Die Truppen des Schweins greifen an. Lauf uns nicht in die Steinproduktion. Das wäre ganz toll, wenn du einfach hier hochrennst. Oh, die machen hier schon so einen Abstecher. Das ist doof. Oh, Mist. Oder? Könnte klappen. Mein Herr? Ah, die hießen fies. Feuer gefällig? Das war gut. Ja, mein Freund. Eure Befehle? Ah, die haben uns hier die Bogenschütze platt gemacht. Nicht schlimm. Wie kann ich helfen? Bin zur Stelle. Feuer gefällig? Bogenschützen ja. Bereit. Feuer gefällig? Feuer gefällig? Feuer gefällig? Der Herr Nein. Ist allgegenwärtig. Ihr könnt auf uns zählen. Jetzt. Die Burg hat Stand gehalten. Wohin schießen die? Gut. Sehr gut. Lange Linien sind gut, denn da rennen sie am meisten rein. Wir benötigen Pech. Ja, wir brauchen Pech. Ganz viel. Wir benötigen Holz. Ja, meine Holzproduktion, dachte ich eigentlich auch, dass die etwas stürmischer losgeht. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Oh, die haben den Turm kaputtgeschlagen. Das ist ja frech. Mein Herr, sind auf dem Weg. Das Ding ist, die sind hier vorne die ersten, die ersten Pechgräben entzünden. Für die ersten Truppen. Vielleicht sollten wir hier auch Pechgräben bauen. Dass die, die sie angreifen, eben ja, da auch schon reinrennen. Hier. Wir benötigen Pech. Schon am Brennen hier alles. Das ist schon cool. Mit der richtigen Platzierung von Pech geht das. Achtung! Sire! Und es werden... Da kommt eine fette Steinlieferung jetzt rein. Wie viel brauchen wir? 200. Ja. Das... Wie viel transportiert der? Jetzt haben wir gerade 14. 20 denn nur? 22. Ja, also die 100 kriegt man eigentlich mit ein paar Fuhren ziemlich schnell voll, würde ich meinen. Bin zur Stelle. Achtung! Eure Befehle? In Bewegung.
Wir benötigen Pech. Das können wir auch bald verkaufen, wenn wir mehr davon haben. Die schwarzen Mönche sind bereit. Ich möchte sie, wenn dann, etwas lotsen. Der Angreifer, der soll ruhig wissen, dass er durchlaufen kann. Dann soll sich das ein bisschen hier hinten hinziehen. Bis zur Treppe. Können die da oben nämlich weiter reinschießen. Ja, mein Freund. Eigentlich möchte ich das hier auch, das ist auch fies, die könnten hier durch, ne? Das heißt, wir müssen es eigentlich schließen bis hier. Aber wenn nochmal so eine Steinfuhre kommen würde, ja, wie soll ich sagen, dann haben wir schon 70 Steine. Das sollte klappen eigentlich. Ich will jetzt nicht so viel Stein ausgeben. Was ich ausgeben möchte, ist ein bisschen Gold für dafür, dass sie sich wohler fühlen und dass sie nicht Angst kriegen. Das Volk liebt euch, my Lord. Angstfaktor haben wir somit noch nicht hingekriegt. Aber hey, wir können ja hier ein paar Fahnen wehen lassen. Auf diesem Wehrgang. Auf diesem Weg des Todes. wie sieht's aus? Mögt ihr das? Das Volk liebt euch, my Lord. Das wirkt auch nicht auf den Angstfaktor ein. Dann etwas kleinere Blümchenfelder. So. Das Volk liebt jetzt haben wir es hingekriegt. Okay. Wie kann ich helfen? Ja. Und können hier einen Grabstein noch hin. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Das Volk liebt euch, my Lord. Oh, teuer genug sowas, ne? Das Volk liebt euch. Plus eins. Sehr gut. Okay, wahnsinnig viel Holz findet den Weg hierher. Für eventuelle Nahkämpfe sollten wir auch mal ein paar von den Speerträgern bauen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wir brauchen Truppen und wir brauchen Nahrung. Das heißt, wir brauchen dann doch noch mal ein bisschen Obst. Und halt auch Truppen. So. Da könnte man euch mit einer Kapelle, denke ich, auch noch ein bisschen Stein. Es kostet Stein, tatsächlich. Die Kühe sind gleich wieder beladen. Wie viel Stein haben wir? 46? Cool. Also mit dem nächsten Turn kommen wir wirklich auf die 70, wenn diese ganzen Kühe voll sind. Die werden jetzt alle einzeln dahin gebracht. Das ist ja natürlich super. Der ist auch voll. Der bringt jetzt auch seine Betty rüber. Oder? Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Truppe heißt jetzt schon, das ist ein bisschen mehr. Aber wir haben wieder Pech gesammelt. Das heißt, wir können hier Pechlinien ziehen. Wir benötigen Pech. Das heißt, dass die beiden hier anzünden können. Und mit Holz können wir auch diese fiesen Dinger bauen hier. Wir benötigen Holz. So. Also die Holzproduktion muss eigentlich fast explodieren. Sehr viel. Hier ist auch noch Holz, notfalls. Die Verteidigung, okay. Die Kuh ist auch fertig. Jetzt nur noch die. Die ist auch fertig. Das heißt, die können alle los. Das wäre natürlich stark. Wir haben ja jetzt schon 46. Also vielleicht schaffen wir es super schnell. Die Truppen des Schweins greifen an. Bin zur Stelle. Gut, alles sind... Oh, na, ganz toll. Okay, Moment.
Wir benötigen mehr Pech. Ihr könnt das nicht dort platzieren, ja. My Lord. Feuer gefällig. Oh, wie gemein. Die laufen echt da durch. Wie willst du denn das hin... Bogenschützen bereit. Du Schande. Achtung! Waffen geschultert! Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Was machen die? Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Eure Befehle? Rücken aus. Der Herr ist allgegenwärtig. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Bereit, eure Lordschaft. Die laufen da oben hoch. Ihr könnt das nicht dort platzieren, My Lord. Wir stehen zu euch. Gehen wir, Brüder. Die schwarzen Mönche sind bereit. Ja, mein Freund, gib mir meinen Stock. Wie kann ich... Gott? Ach, herrje. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Der Herr ist allgegenwärtig. Gott sei mit Ihnen. Ja, in Bewegung. Oh Mann. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das so viel Ärger hier gibt, dass die so fies rumlaufen. Hier ist noch mehr. Bogenschützen bereit. Ihr könnt das nicht dort platzieren, My Lord. Mein Bogen ist euer. Na, ganz toll. Ja, das war's. Mein Herr, Bogen gespannt. Man rückt dem Lord zu Leibe. Ja. Eine Botschaft des Schweins. Ihr kämpft nicht richtig. Strengt euch mehr an. Den Laufweg habe ich nicht erwartet. Und das ist heute, ich nehme das auf, das ist eine der Folgen, wo wir es schaffen, wo wir es nicht schaffen. Im nächsten Ding versuchen wir das nochmal. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch alles Gute und drückt mir die Daumen für nächstes Mal. Und ja, bevor ihr die Tipps schreibt, ich habe bestimmt schon die nächste Folge aufgenommen, aber auf jeden Fall nehme ich die für voll. Also, haut rein.